Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Dann gucken wir doch mal, wo wir hin müssen. Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Oh. Was immer diese Tür angetrieben hat, muss in der Nähe sein. Sieht wieder nach einem Rätsel aus. Toll, wir kommen da nicht lang. Ach, da unten auch noch. Okay. Gucken wir mal. Wenn wir den Strom hier in Gang kriegen. Das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Muss nützliche Informationen. Ah, zwei hoch, zwei runter. Ja, zwei hoch ist doch schon mal richtig. Nur noch zwei runter. Drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. Okay, jetzt noch da drüben. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Haha, der ist gut, der Typ. Und zwei. Noch eine. Der war gut. Der war echt gut. Jetzt müssen wir nur noch das oben hinkriegen irgendwie. Wie kommen wir da oben überhaupt ran? Man kommt ja da irgendwie nicht rüber. Wow. Okay, man kommt da doch rüber. Und zwar... So. Oben, unten, links, rechts, oben, unten, links, rechts, Tür. Das war's. Klingt zumindest so. Okay. Nice, nice, baby. Sollen wir jetzt echt wieder rüber? Nee. Können wir nicht da runter irgendwie? So, oder darauf? Jawohl, so wollte ich das. Puh, ist mir nämlich lieber, wenn ich da runtergehe und wieder hier hoch, als wenn ich da drüben es verkacke. So, nice. Was ist denn hier? Hä? Habt ihr das gesehen? Was ist das denn für ein Fehler? Die ist gerade geschwommen. Ich bin gerade durch den Boden geschwommen. Sesam, öffne dich. Nice. Aber nutzt jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Okay, wir haben genug Zünder. Das heißt... Boah, die Karte sieht krass aus. Von der Farbe her finde ich so irgendwie gerade geil. So dieses Blau mit Orange. Nice. So, lass uns doch mal gucken, ein bisschen was auffüllen. Wo brauchen wir denn... Und dann haben wir fast alles voll. Korrigiere, wir haben alles voll. Mehr kann ich nicht tragen. Tja, dann nehmen wir halt nicht mehr mit. So einfach. Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten. Nur Waffen. Nur Waffen? Die dürfen mich jetzt auf jeden Fall eigentlich nicht so entdecken. Die sind nämlich ziemlich stark. Echt mal ein bisschen gucken nach Rüstung. Oh, der da vor allem. Scheiße, der sieht mich doch jetzt. Den will ich wegkriegen, dann kann ich seine Wumme nehmen. Nein, den kann ich nicht so töten. Das ist natürlich schlecht. Das haben wir noch nicht gelernt, dass wir die auch so töten können.
Kommt man hier nicht durch? Das für ein Quark. Wir ducken uns doch schon. Na toll. Dann würde ich sagen, zünden wir den einfach an. Nützt ja nichts. Vor allem erstmal den mit. Ah, das ist auch noch so ein. Puh. Hier, die müssen wir anzünden. Und es hat. Noch auf der Suche nach mir. Boom gemacht. So. Wissen die immer noch nicht, woher? Was denn? Ist der explodiert jetzt endlich? Oh oh. Geschenk des Schattens! Scheiße, ich bin hier voll fest. Versammeln und bereit machen zum Flanken! Jo, komm ran, Kollege. Ist eins auf deine Flanke. Als ob wir den jetzt nicht getroffen haben. So, jetzt brenn erstmal eine Runde. Vielleicht aus, ey. Lol, wo die aber auch. Die suchen mich, sagt sie. Kollege, chill mal. Erzittere vor der Macht des Schattens. Ey, schießen. Erstmal, dass er rumzappelt und dann kriegt er noch ein paar. So, und jetzt können wir seine Waffe nehmen. So, Bitches. Sind zwar schon fast alle tot, das hätten wir vorher gebraucht, aber egal. Jetzt muss ich kämpfen. Die Frage ist, kommen jetzt noch mehr? Dann würde ich den nämlich gern mitnehmen hier, den Todbringer. Aber ich glaube eher nicht. Können wir bestimmt nicht mitnehmen. So, guck mal hier noch, der hat bestimmt Metallscherben. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Nö, lass mal stecken. Ah, die müssen wir tatsächlich liegen lassen. Schade. Schade. Bis darüber. Okay. Das war ja gar nicht so schwer. Okay, das war falsch. Aber da war Wasser. Wo kommt man denn hier hoch? Irgendwie. Irgendwie schon. Wir haben zwar nicht. Ich habe euch nicht gezeigt, wie es geht. Das Geheimtrick und so. Betriebsgeheimnis. Aber wir haben es geschafft. Boah, was gibt's hier so? Ach, wieder lauter Sachen zum Anhören.
Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im Akt. Nee, sorry Leute, ich sammel die. Das sind halt alles Privatnachrichten von den ganzen Typen, die hier gewohnt haben. Und da kann ich, glaube ich, alleine eine ganze Folge mitfüllen. Wenn wir uns das alles anhören. Das machen wir jetzt mal nicht. Das ist zu viel des Guten. Mal mega viele Dialoge. Schon heftig. So, jetzt gibt es schon mal übrigens einen Kampf hier. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus. Von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Terror-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Gute Frage, nächste Frage. So, hier haben wir wieder eine Vorratskiste. Absolut kein Platz dafür. Absolut kein Platz dafür. Brauchen wir auch nicht. Vielleicht noch ein paar Pfeile. Ja, das hätte ich gerne, aber haben wir nicht. Hat man nicht, haben wir nicht. So, jetzt gibt es hier nochmal Energie. Das heißt, hier kommt gleich wieder ein Kampf. Oh, hier ist noch eine große, dicke Vorratskiste. So, öffnen. What the fuck? Die Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Sonne und Schatten. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Oh nee. Ja, Leute. Die Frage ist, wenn ich jetzt von hier oben schieße, kriegt der, erwischt er mich hier oben? Der hat ja Raketen und alles, hat er ja. Na, auf jeden Fall Feuerschaden. Ah, die Typen wären mir erstmal wichtiger, weil... Weil die auf mich schießen. Er schießt zwar auch, aber wenn hier 1000 Leute auf mich schießen, ist auch scheiße. Lass uns erstmal einen nach dem anderen ausschalten. So, der weiß jetzt nicht, wo es herkommt. Bei der Sonne! Und es hat Boom gemacht. Schnüffelt hier immer noch rum. Wie, der hat mich jetzt gesehen, oder auf? Wow! Der kann es kaputt schießen. Er kann es kaputt schießen. Scheiße. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Schnell will ich nicht, schnell weg. So, erstmal da runter. Erstmal alle markieren, würde ich sagen. So. Dürften alle gewesen sein. So, er dreht sich jetzt mit dem Rücken zu mir. Das ist schon mal gut. Da können wir uns abseilen. Zack. So, dann hauen wir den jetzt erstmal weg. Oh nein, er hat mich gesehen.
Und natürlich rammt er jetzt ja alles weg. Ich ramm dir alles weg. Da müssen wir jetzt aber aufpassen vor den kleinen Typen. Müssen wir den erstmal den Rucksack abfackeln. Und wenn wir da den Rucksack abgefackelt haben. Oh, chill doch mal. So. Halt still. So, erstmal die Kleinen. Ja, genau, ramm du die einfach weg. Das finde ich super. Oh, Leben. So, und jetzt brauchen wir eigentlich die, aber die haben wir nicht. Also die machen ja hier auch gut. Durchschlagskraft. Oh, der mit seinem Maschinengewehr. Lass mal die Waffe da wegkriegen. Au. Man könnte ja auch. Den einfach einkesseln. Das zählt auf den nicht, oder was? Doch, jetzt hat's gezählt, aber. Bringt nicht so viel. Ist denn hier noch ein Drang? Oh, daneben. Aber ich glaube, Feuer war gar nicht so kacke. Da ist nämlich auch hier. Halt mal deine China-Cracker bei dir, Kollege. Guck mal, und jetzt heizt er nämlich schön hoch. Die Frage ist, was passiert jetzt? Wow, 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 er rastet. Er rastet nicht aus, er rastet um. Oh. Nein, ich häng fest. Geh weg. Scheiße, ich häng fest. Ah, schön hochheizen. Wow, hau mal ab. Wir die nicht mal kaputt da oben. Okay, es nützt nichts, wir brauchen Feuer.
Heizen hoch, dann greift er nicht mehr an. Ein bisschen zu nah, Kollege. Alter, der Flammenwerfer. Oh. Autsch. Aber die Kämpfer haben sie schon geil gemacht. Keine Ahnung, ob das was bringt. Feuerwerk! Warte mal, das da oben ist doch nur, da brauche ich doch hier... Ah, rüstungsdurchdringende Scheiße. Das sind halt die in der Regel. Schnell hin, schnell, 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 schnell. Okay, ich dachte, die macht so einen stillen Schlag oder hier so einen verletzenden Schlag, aber war nicht so. Markier mir nochmal die Dinger. Ah, okay, überhitzen und dann die Beine wegschießen, sagt es doch. Woher soll man das auch wissen? Schwachstelle gefunden, analysiert und bekämpft. Wir machen Platz. Da können wir eigentlich auch mit denen, oder nicht? Ah, die macht nicht so viel Schaden, deswegen. So. Komm, hier, lauf mal durch die Dings. Okay, interessant. Also erst mit Feuer bekämpfen. Boah, der rennt einfach durch die Dings durch, durch das Geschockte. So, jetzt geht er gleich wieder down. Ah, wie schnell war der wieder oben? Komm, heiz dich hoch. Heiz dich hoch, Kollege. Nein, da sind sie wieder weg. Das ist ja eklig, ey. Au, das auch. Das ist eh fast tot. Komm schon, komm schon! Sind ja auch mies. Mann, ich komm nicht an die Kackbeine. Mann, warum greift die denn nochmal an eigentlich? Okay. Komm mal auf die Luke.
Komm schon, du Blechhaufen, Alter. Yeah, und nochmal. Ist das da nichts mehr? Das war doch immer da in der Mitte. Oder ruhig mal die anderen Teile. Ah, jetzt war. Auch deinen komischen Prozessor. Aber irgendwie kriegt er kaum noch Dings dazu. Der sagt. Zünd dich komplett an, sag ich dir, Kollege. Ich bin gleich tot. Guck mal, wie er nicht mehr angreift. Warum? Das war's. Boah. Die Soldaten damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen. Aber ich, Pippi, die hatten nicht nur Pfeil und Bogen, so wie du. Oh, und ich kann nichts mehr mitnehmen. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall Sachen wegschmeißen, weil das, was der Typ hat, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Rohstoffe. So, jetzt hauen wir hier irgendwas weg. Irgendwas, wovon wir Tausende haben. Hier zum Beispiel einmal Lore können wir weghauen. Entfernen. Gammelfleisch, warte mal, mit dem Gammelfleisch, da können wir herstellen. Können wir hier eigentlich nicht auch nochmal... Wir müssten Rohstoffbeutel herstellen. Ja, können wir sogar. Nice. Können wir da jetzt schon wieder was tragen, oder? Aber was ist das andere? Das sind Modifikationen, wa? Können wir den Modifikationsbeutel noch herstellen? Modifikation. Jawohl, können wir auch. Zum Glück haben wir Füchse und Wildschweine getötet. Siehst du, das hat alles einen Grund. Bam, können wir alle mitnehmen. Und die Loren sogar wieder mitnehmen. Sehr schön. Wupp, wupp.